Hallo und guten Morgen zum neuen Vlog. Hallo. Wir sind ja gestern Abend relativ spät nach unserem Abendessen hier im Four Points by Sheraton angekommen. Hotel ist sehr gut, da kann man gar nichts sagen. Das sind schöne Zimmer, alles sauber gewesen und ganz tolle Ausstattung, schön modern, also wirklich ein gutes Hotel. Aber natürlich mussten wir gegen späten Abend unser Zimmer heute wechseln, also gestern wechseln, das war so gegen 11:30, denn wir haben es da einfach nicht weiter ausgehalten. Wir hatten ja wie so ein Doppelzimmer, wir hatten so eine Zwischentür im Zimmer und nebenan im Zimmer war ja eine, ich sage einfach mal, amerikanische Großfamilie, welche sehr laut war, geschrien hat, auf dem Flur rumgerannt ist, den Fernseher aufgedreht hat, die Musik, also als wären sie in unserem eigenen Zimmer. Und wenn wir hier schon so viel Kohle für ausgeben, haben wir uns gedacht, nee, das muss nicht sein. Sind dann an die Rezeption, die haben das sofort nachvollzogen, haben gesagt, gar kein Problem. Da haben wir im obersten Stockwerk hinterstes Zimmer bekommen. Es war heute eine himmlische Ruhe. Wir haben beide super toll geschlafen. Da hat es sich dann doch gelohnt, dass wir uns nochmal beschwert haben, weil vorher, also selbst mit Europax hätte man da alles noch gehört. Da hatten wir keine Lust drauf. Ja, ansonsten, jetzt geht's wieder los. Frühstück hatten wir keins heute, aber wir haben noch ein bisschen was im Auto und wir fahren jetzt Richtung Washington. Heute wird sich hier die Hauptstadt angeschaut mit allen Sehenswürdigkeiten drum und dran. Und jetzt haben wir erstmal 2 Stunden Fahrt vor uns. Bis später. Die Fahrt nach Washington übernimmt heute Anna. Ich habe heute mal den Fahrersitz abgegeben. Wir frühstücken jetzt erstmal mit Kirschsaft, Keksen und Bagels. Wir sind jetzt nach 2 Stunden in Washington angekommen. Wir hatten eine gute Fahrt, keinen Stau, sind gut durchgekommen. Wir haben jetzt hier geparkt in der Tiefgarage vom Ronald Reagan Building. Hier hatten wir vorab im Internet gelesen, dass man hier gut und günstig parken kann. Das stimmt wohl soweit auch. Also kostet um die $20 und man kann jetzt hier den ganzen Tag ohne Druck stehen. Und die Tiefgarage ist auch sehr groß. Jetzt suchen wir erstmal den Ausgang, damit jetzt hier die Sightseeing-Tour von Washington D.C. losgehen kann. So, wir sind jetzt raus hier aus dem Parkplatz. Wir gehen jetzt hier erstmal, ich gucke gerade auf Google Maps, Richtung diesem Park, wo hier diese ganzen großen Sehenswürdigkeiten sind, wie das Weiße Haus, das Kapitol, das Washington Monument und so weiter, wo ja alles ist, die ganzen Museen auch noch. Ich denke, das erste auf unserem Weg wird jetzt das Weiße Haus sein. Wir gehen zumindest jetzt mal hier in die Richtung. Und da hinten wollen wir jetzt hin. Da ist das Weiße Haus. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Weißen Haus. Da hinter Gittern sieht man es schon. Hier kann man einmal rum um das Parkgelände laufen und alles ist hier stark eingezäunt. Gleich haben wir aber mal einen guten Blick drauf. Eigentlich da, wo alle stehen. Wir haben es geschafft. Wir stehen jetzt hier vor dem mittleren Teil des Weißen Hauses, hier so der bekannteste Platz. Hier ist auch relativ voll. Alle wollen hier ihr Bild machen. Sieht aber ganz schön aus. Das ist ja hier so der bekannteste Blick, wo die meisten Fotos gemacht werden. Gehen wir ein bisschen ran. Jetzt stehen wir auch einmal vor dem Weißen Haus. Wir gehen jetzt hier in diese Richtung, Vietnam Memorial und Jefferson. Oder wie ist das? Das nächste. Wir haben nämlich eine schlaue Liste. Vietnam Veterans Memorial. Und Lincoln Memorial und Arlington Bridge. Da gehen wir jetzt lang. Das Wasser sieht aber auch nicht mehr so schön aus. Hier ist der Blick aufs Washington Monument, wo wir übrigens heute nicht hoch können, denn heute konnte man keine Tickets online erwerben. Die kosten normal nur $1, aber für heute Montag hat es nicht funktioniert und geht nicht. Naja, stört uns jetzt auch nicht so, man kann es ja von außen sehen. Die Insel. Da die Insel ist zum Dank der Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, also nochmal so ein kleiner Rückblick. Da unten ist das Vietnam Memorial, hier diese graue Wand. Da sind alle Namen eingraviert, die eben in dem Krieg gefallen sind, als Erinnerungsstätte hier. So, wir gehen jetzt mal hier ins Lincoln Memorial, da oben rein. Als nächstes stehen wir jetzt hier am Lincoln Memorial. Das zu Ehren, also Denkmal, was zu Ehren von Abraham Lincoln, den 16. Präsident von Amerika, gebaut wurde. Da hinten spricht zwar die ganze Zeit einer und hält halt wieder Reden über Jesus und sonst was, aber ich hoffe, man sieht und hört mich trotzdem hier gut. Grundsätzlich ist hier wohl an der Nordseite die zweite Antrittsrede von ihm in Stein gehauen. Hier sind wieder ganz viele, die irgendwelche Sachen verkaufen oder irgendwelche Reden über Jesus und die Bibel halten. Darum ist der Ton vielleicht nicht der beste. Hier diese 36 Säulen rundherum um das Monument, die sollen die 36 Staaten symbolisieren, welche damals zur Amtszeit von Lincoln eben gebildet worden sind. Und dann später kamen ja noch 12 weitere Staaten dazu. Die sind dann um das Dach herum, um das Denkmal eingemeißelt. Und dann folgten wohl noch 2 Tafeln im Boden für Alaska und Hawaii später. Dass hier alle Staaten irgendwie symbolisiert werden. Angrenzend hier an das Lincoln Memorial ist hier das Washington Monument. Mit dem großen bekannten Pool hier aus Forrest Gump. Sieht auch schön aus. Hinten dran sieht man noch das Kapitol, genau. Washington Monument, hinten dran das Kapitol. Hier im Hintergrund ist jetzt hier der sitzende Lincoln, 5,80 Meter hohe Statue, und hier in die Seiten ist seine jeweils bekannte Antrittsrede eingraviert. Ganz schön was los hier, ganz schön laut, aber ist schon beeindruckend. Das ist eine wirklich hohe, große Statue von Lincoln. Die Statue ist aus Marmor und soll aus 28 Einzelteilen bestehen. Ursprünglich war die Statue viel kleiner geplant und sollte nur halb so groß werden, aber dann hat man festgestellt, dass die Bronzestatue, wie sie ursprünglich geplant war, für diesen riesen Tempel viel zu klein wirkt. Also hat man sich gedacht, macht man so doppelt so groß und aus Marmor. Im Hintergrund jetzt das Lincoln Memorial und wir laufen jetzt hier das Wasser ab, das Becken hier bis zu dem großen Obelisk, dem Washington Monument. Geschichtsstunde mit Anna. Wer war Lincoln? Ein Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Der wievielte? Das weiß ich nicht. Was hat er so gemacht? Der hat auf jeden Fall irgendwie dafür gesorgt, dass die Staaten vereinigen und die Sklaverei abgeschafft wird in diesen Staaten, die Zusammenschluss sind. Und dann wollten 4 Staaten die Sklaverei damals nicht abschaffen und haben ihr eigenes Staatenbündnis gebildet zu den konföderierten Staaten. Das waren die Südstaaten. Sehr gut. Wie viele Staaten hat Amerika? 52 mittlerweile. Was waren die letzten 2? Hawaii und Alaska. Als nächstes kommen wir jetzt zum Washington Monument. Hier der Obelisk, der fast 170 Meter hoch ist. Und ich glaube, die haben etwa 40 Jahre an ihm gebaut. Also es hat sehr, sehr lang gedauert. Also von der Planungsphase bis zur Fertigstellung dann. Und er wurde einfach zu Ehren des ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten, also George Washington, gebaut bzw. errichtet. Genau, mal schauen. Also hoch gehen wir wie gesagt nicht, Tickets dafür haben wir nicht, aber muss man glaube ich auch nicht. Wir schauen jetzt den jetzt mal von unten an. Und wo waren wir jetzt gerade da hinten? Hinter mir liegt gerade das World War II Memorial. Wir sind um eine große Wasserfontäne, die verschiedenen Staaten aufgereiht. Auf der Seite die Pazifikstaaten und auf der anderen Seite die Atlantikstaaten. Sehr schön. World War II Memorial. Auch Pearl Harbor habe ich da eingraviert gesehen, dass das unvergessen bleibt. Schon beeindruckend, schon schön. Schöne Mahnstätten. So, jetzt ist aber wirklich das Washington Memorial mit seinen 170 Metern hier im Hintergrund zu sehen. Da geht es jetzt erstmal hin. Das ist alles umringt mit Fahnen. Schauen wir uns mal an. Also vor uns ist das Washington Monument, ungefähr 170 Meter hoch, und wenn man genau hinguckt, sieht man, dass der untere Teil andere Steine sind als obere. Das lag daran, dass der Bau knapp 40 Jahre gedauert hat. Das lag daran, dass es über Spenden finanziert wurde und dann war irgendwann das Geld alle und dann war nicht klar, wie es weitergeht. Zwischendrin waren noch Bürgerkriege. Und deswegen hat die Finanzierung und der Bau des Gebäudes ewig gedauert. Ursprünglich sollten eigentlich auch noch Figuren von George Washington drumherum gebaut werden, aber dazu kam es nie, weil es nie dazu das Geld gab. So sieht's aus heute. Wir sind auf dem Weg zum Kapitol. Also hier ist auch wieder irgendeine Demonstration oder eine Kundgebung. Hier sind wohl 30.000 Iraner schon gefallen und da soll die Regierung drauf aufmerksam gemacht werden. Jetzt hier am Kapitol angekommen, Sitz der Legislative, also der Gesetzgebende von den Vereinigten Staaten. Leider ist es auch ein bisschen eingehüllt, wird anscheinend auch restauriert oder renoviert. Da sind ganz viele Bauplanen zu sehen. Aber ansonsten sieht es schon sehr schön aus. So, jetzt befinden wir uns wieder auf dem Rückweg. Ich sehe, ich habe Regentropfen auf der Linse. So, es hat nämlich angefangen zu regnen. Echt komisches Wetter. Vorhin noch 30 Grad und super Sonnenschein, man schwitzt und cremt sich ein. Und jetzt total bewölkt und es regnet ohne Ende. Hui, wir werden hier ganz nass. Wir laufen jetzt mal ein bisschen unter den Bäumen und gucken mal, dass wir nicht so nass werden. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles gesehen. Wir waren eben noch vorm Kapitol, haben uns das angeguckt, also von außen. Und ansonsten, ja, 2 Museen gesehen, Washington Monument, hinten, ja, Lincoln Memorial, dann das Vietnam Memorial und auch das World War II Memorial zwischendrin. Das auch noch, genau. Also haben hier so ziemlich alles uns angeschaut. Hier sind noch ganz, ganz viele Museen links und rechts, wie gesagt, die wir jetzt zeitlich natürlich nicht mehr machen können, aber wir haben einen guten Eindruck bekommen. Ist schon beeindruckend, hier mal diese ganzen Regierungsgebäude zu sehen und diese ganzen historischen Gebäude oder bedeutsamen Plätze, die man ja eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt. Ist auch krass. Das Weiße Haus haben wir noch gesehen. Ja, natürlich, das Weiße Haus haben wir auch noch gesehen. Ist natürlich krass, wenn man sich vorstellt, dass hier erst vor kurzem dieses Kapitol gestürmt wurde. Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass das überhaupt möglich ist. Aber schön, hier mal gewesen zu sein. Also einen Tag sollte man auf jeden Fall einplanen, wenn man nur hier die bedeutsamen Gebäude einfach mal sehen will. Wenn man mehrere Museen hier sich anschauen möchte, und zwar in Ruhe, braucht man mehr Zeit. Das schafft man dann nicht zeitgleich. Da muss man es so machen, wie wir, eins sich raussuchen, wo man am meisten Interesse hat. Aber mehr schafft man da nicht. Gut, jetzt gucken wir mal, dass wir nicht allzu nass werden und machen uns auf den Rückweg. Übrigens ist das hier gerade das Air and Space Museum, wo man eigentlich einen Space Shuttle sehen könnte, wo wir uns eigentlich drauf gefreut hatten. Das war unsere erste Wahl, aber leider ist es gerade unter starker Sanierung und Renovierung und ist komplett geschlossen. Das Kapitol haben wir gemacht, da sind wir alles abgelaufen. Im National Natural History Museum waren wir, das haben wir von außen angeschaut. American History Museum waren wir lange, haben wir uns alles angeschaut. Washington Monument haben wir uns angeschaut, World War Memorial 2 haben wir uns angeschaut. Den ganzen Pool hier sind wir auf und wieder abgelaufen. Vietnam Memorial haben wir gesehen. Lincoln Memorial waren wir drin und haben es von außen gesehen. Das heißt, das Einzige, was aktuell fehlt, natürlich haben wir auch noch das Weiße Haus hier unten als erstes gesehen. Das Einzige, was fehlt, ist das Thomas Jefferson Memorial. Das lassen wir jetzt mal aus. Wir können nicht mehr laufen. Und morgen oder übermorgen geht es noch zu dem Arlington National Friedhof. Das machen wir aber wohl in 2 Tagen erst. Ansonsten sind wir zufrieden mit der Ausbeute. Wir sind fix und fertig. Fix und fertig. Ich kann nicht mehr. Unsere Füße und Knie tun weh. Wir haben uns alles plattgelatscht. Das war weit und anstrengend. Es reicht jetzt. Jetzt reicht's. Besser aber ist ein Fahrrad hier. Aber wir haben viel gesehen. War sehr beeindruckend. Ja. Letzter Blick aufs Washington Monument. Uns wurde auch gesagt, die Tickets muss man online gar nicht probieren zu kaufen. Die sind immer ausverkauft. Wenn, muss man um 7 Uhr morgens hier am Ticketschalter sein. Da sind immer noch ein paar Resttickets verfügbar. Ansonsten gibt es keine Chance. Wir sind jetzt gleich wieder am Auto, hier am Ronald Reagan Building, was immer noch ein ganz guter Parktipp war. Und ja, wie gesagt, wir sind ziemlich erledigt und freuen uns jetzt ins Hotel zu gehen. Und ja, war auf jeden Fall ein schönes Erlebnis heute. Schöne Sightseeing-Tour, die über Stunden gedauert hat. Es ist grün und damit verabschieden wir uns jetzt. Tschüss! Wir sind jetzt noch am Hotel hier in Washington angekommen. Heute das Days Inn in Washington. Sieht hier nicht mal aus wie so ein schäbiges Motel, sondern ist ein richtiger Hotelkomplex. Gucken wir mal, wie es drinnen aussieht. Willkommen im Days Inn in Washington. Wieder 2 Queen-Size-Betten. Sieht ja ganz gut aus. Klimaanlage. Ui, die hat schon ein paar Tage hinter sich. Ansonsten wieder Schreibtisch, Fernseh und kleine Ablage, dann hier Garderobe und Badezimmer. Sieht alles etwas älter aus, ja, hier ist wohl viel los in der Stadt, ist alles ein bisschen abgenutzter. Mal gucken, ob es auch sauber ist. Abendessen gibt es heute im Potbelly Sandwich Shop. Wir haben mal Lust auf was nicht so Fettes und wollen einfach nur ein Sandwich haben, gut belegtes, wenn es geht. Und das soll ganz gut sein, so eine Art Subway, nur besser. Gucken wir mal, was die hier zu bieten haben. Heute haben wir mal To Go mitgenommen, weil wir jetzt hier nicht mehr sitzen wollen. Die machen sowieso gleich zu. Für dich Salat? Ja. Für mich ein Sandwich. So, wir verabschieden uns für heute. Wir essen jetzt hier unser Sandwich mit Rootbier und hier das gemachte Sandwich und Salat. Also dann, tschüss!